Willkommen zurück zu Alien Trilogie. Wir sind ja in Level 11, glaube ich, mittlerweile und kommen ganz gut voran, wie ich meinen möchte. Und jetzt geht's weiter in der nächsten Mission. Due to the amount of time this section has been without maintenance, many of the pressurized gas pipes supplying the what lead works have fallen into decay and make entry very treacherous. Ja. Die Zeit, die hier keine Wartungsarbeiten mehr durchgeführt wurden, dazu geführt, dass die ganzen pressurized, die Gasrohre sind ein bisschen verkommen und das macht das Ganze ein bisschen schwierig, hier reinzukommen. Find the control panels that activate the gas supply to the flame jets and stem the flow of gas. Ah, wir müssen also wieder Kontrollpaneele finden, um das Gas zu regulieren. Flammenjets, the Flame Jets, stem the flow of gas. Ja, umleiten wahrscheinlich für das des Gases. Ja, hat schon von der Optik jetzt ein bisschen was von Alien 3, oder? Würde ich mal sagen wollen. Ich meine, es geht um Prisoners. Wahrscheinlich findet das hier ohnehin alles auf dem im dritten Teil statt. Von daher. Also, sie lassen keine Munition mehr fallen. Ist das. Wieso tun sie das? Wieso tun sie mir das an? Oh, Munition wird langsam kritisch. Da fehlt wahrscheinlich was in Batterien, oder? Flamejet, shut down. Flamejet, shut down. Flamejet, shut down. Okay. Also, ich muss sie offensichtlich lahmlegen. Automapper, sehr schön. Ich hab's genau gesehen. Nee. Nein. Ah, nein heißt nein. So, wohin? Weiß ich nicht. Sagt eine Karte. Oh Mann, ganz schön große Karte. Wo sind wir denn? Wo kommen wir denn her? Wo bin ich denn hergekommen gerade? Von hier, oder? Offensichtlich. Wieder mit Materie. Ja. Was soll ich die kleinen Viecher einfach ignorieren oder schlüpft mal irgendwas aus mir, wenn ich zu viele von denen abbekomme? Weil die kratzen mich einfach nur an. Könnte ich gut Munition sparen. Genau, hier sind wir hergekommen. Wo genau ist das denn? Kartentechnisch? Ganz hier oben. Dann ist links eine Tür. Die nicht aufgeht. Weil, naja. Ist halt so. Da waren wir, da geht aber die Wand noch. Moment, da geht's durch die Wand? Tatsache? Nee, oder? Eigentlich schon. Andererseits vielleicht auch nicht. Was sagen wir, bevor uns hier durch Wände durchballern, gehen wir mal den regulären Weg. Oder zumindest was nach außen. Ach nee, Eier. Ei, 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 ei. Jetzt hätte ich gerne einen Flammenwerfer, aber ich habe keine. Ich hab kein Gas. Achso, da haben wir gesagt, ist uns egal, oder? Ignorieren wir die wirklich? Kommt mir ein bisschen komisch vor. Soll ich die wirklich ignorieren? Okay, oder eine Granate. Seismic Charge. Ja, das ist irgendwie. Ist irgendwie besser, oder? Wenn die mich einfach da anspringen. Tut mal kurz weh, aber dann geht's wieder. Weil laut Karte muss ihm hier durchboxen können. Hier ist auch ein Weg. Oder öffnet er sich noch? Wir versuchen es. Tja. So wie zum Thema. Offenbar hat jemand die Karte falsch gezeichnet. Ach ja. Gib doch mal Munition. Das kann aber nicht angehen. Ah. Eine Frage. Zu richtigen Timings. Das ist natürlich immer sehr angenehm. Kann ich die so aktivieren? Natürlich nicht. Ich muss also davor laufen. Lift aktiviert.
Wie? Was ist da für ein Lift? Oh Gott, jetzt wird's ja richtig spannend hier. Hoch, runter. Gib doch mal Munition, das kann ja wohl nicht angehen. So gierig und geizig. Na gut. Dann eben Handgranaten. Sind es denn Handgranaten? Wahrscheinlich nicht, oder? Sollten sie eigentlich nicht sein. Ich habe keine Nahkampfangriffe. Toll, danke. Ja, ja. Flamejet, shut down. So, jetzt komme ich dann wahrscheinlich weiter in den Bereich. Ach ja, da aber wahrscheinlich nicht. Ich sehe nicht so viel. Soll ich da durchlaufen? Oder bin ich da direkt out? Wir versuchen erstmal einen anderen Weg. Hier zum Beispiel, der sieht doch super aus. Und doch hier wieder nichts. Door powered up. Bitte Munition. Wenn es recht ist. Sehr schön. Vielen Dank. Ein Weg. Oh oh. Und ein Feind. Night Vision Goggles. Muss ich die aktivieren eigentlich im Menü? Ich weiß es gar nicht. Jetzt sind wir auf jeden Fall im äußersten Norden. Aber hier gibt es noch mehr. Vielleicht aber auch nicht. Ist sie wieder gelogen? Sollen wir was dagegen werfen? Komm, ein Granätchen in Ehren. Ah, sehr gut. Ich schätze mal, wenn ich Munition brauche, muss ich Geheimnisse finden. Wir sind nämlich ein bisschen knauserig so langsam. Seismic Charge. Oh, Flamethrower. Sehr, sehr gut. Na also, es wird doch. Es wird doch langsam. So, was ist die? 5 ist Feuer. Sehr schön. Irgendwie Viecher. Ah. Lecker Munition. Das müssen wir dir einfach nur ein bisschen Zeit geben. Dann lassen sie schon was fallen. Sehr schön. 130 Schuss. Ich glaube, die machen mir das Magazin, das ich habe, voll und geben mir ein neues. Kann das sein? 130. Flame Jet, Shutdown. Das gleiche auch hier nochmal. Von mir aus. Da ist auch noch was Leckeres. Lift aktiviert. Welcher Lift? Darmpatches nehmen wir es auch mal. Door aktiviert. Gute alte Door. So, hier haben wir alles gemacht. Nordosten. Aha. Ist das wieder ein Geheimnis? Ja, sieht so aus, ne? Ah ja, man hört es ja schon. Einmal ohne Handgranate hinterher. Obwohl, es klingt eher wie so eine Unterlaufgranate. Und es gibt Seismic Charges. Kann man da hin und her wechseln? Ich weiß es nicht. Aber... ach ja, da war ja was. Monster. Von wegen, es gibt keine Monster, ne? Was gibt sie doch? Und meistens kommen sie nachts. Oh oh. Meistens nachts. Hat er die Handgranate geworfen? Nee. Muss ich kurz mal überlegen. Kann es sein? So, ganz im Südwesten haben wir auch noch was Feines. Aber sind wir hier schon mal langgelaufen? Ja, und am Ende ist wieder irgendwas. Hier, ne? Na? Na du? Das sind so schnelle Mistviecher. Wieso müssen die so schnell sein? Können nicht ganz langsam sein? Genau, hier ist irgendwas. Scheinbar. Alles klar. So viele Geheimnisse überall versteckt. Flammenwerfer. Okay, können noch mehr tragen von dem Zeug. Ausgezeichnet. Vergesst mal, dass ich den Flammenwerfer habe, jetzt wo ich ihn habe. Hm, dann vergesse ich es immer. Ja, jetzt 140. 140 Schuss. Hier war auch was, ne? Jawohl. Weg damit.
Okay, ein bisschen was an explosiver Geschichte. Rechts rein, linke Wand. Aha. So wieder Shotgun. Flamethrower Fuel, perfekt. 500. So, jetzt müssen wir in den Süden irgendwo. Haben alles Mögliche aktiviert, beziehungsweise Lift aktiviert. Genau, darum geht's ja. Was ab? Wie? Wieso steht der? Moment, wieso steht denn dein Kollege genau da, wo ich bin? Ach, dann Schuss. Sauber, jetzt können wir es krachen lassen. Ach, hier ist Ende. Hier ist Ende Gelände. Lift aktiviert. Heißt der letzte. Moment. Ganz kurz. Wir müssen in den Süden. Ganz kurz. Hoch das Bein und runter damit. Tja, wenn wir das nicht. Oh, das ist der Anfang. Wie? Wieso geht's nicht weiter? Das sieht verdächtig aus. Ach Gottchen. Oh, ein Smart Gun vielleicht. Hoffentlich ist es ein Smart Gun. Ja, sauber. Oder wie es im Buch heißt, Automatikkanone. Ja, schöner Titel. Automatikkanonier Drake und Vasquez. Naja. Das sollte tatsächlich den Trick tun. Oh nein, ganz im Osten was verrafft. Das hätte ich gerne. Kommen wir doch zurück. Jawohl. Ich hoffe mal, dass wir nicht wieder abschmieren. Hier, genau. Flammenwerfer. Baby. Bringt das was bei. Ja, so ein bisschen. Burn, Baby, Burn. Ja. Oh, nicht so laut. Sonst kommt wieder Copyright-Quatsch um die Ecke. Muss man ja ganz doll aufpassen heutzutage. Und. Zack. Adrenalin-Burst. Aha, schon gesehen. Magst du Feuer? Die, genau. So, weg ist es. Was sagt Karte? Karte sagt, eigentlich ganz cool, aber da fehlt noch eine Kleinigkeit. Lieber diese. Also war da doch was. Nee, hier nicht. Oder der kleine Raum war das? Der kleine Raum hier unten? Ja, natürlich. Ah, hier ist noch ein bisschen heller. So, Granaten sind denen egal. Von mir aus. Und dann. Wie ist sein Geheimnis? Im Geheimnis? Im Westen? Sind die verrückt? Sind die denn völlig wahnsinnig? Kommen wir da hin von hier aus? Nee, weil da zu ist, ne? Genau, dann müssen wir nochmal zurück in den Norden springen. Hoffen wir, dass wir, wie gesagt, den Löffel nicht abgeben, wenn wir versehentlich einen Schritt zu weit nach vorne gehen oder so. Ist immer richtig, oder? Müssen eigentlich. Bloß die Frage ist, in welchem der beiden Räume war es? Links. Das ist tatsächlich ein Geheimnis hinter dem Geheimnis. Okay, nicht schlecht. Pulse Rifle, Flamethrower, die mag ich. Seismic Charge. Ja, das macht irgendwie Laune hier, die. Ja, bitte. Aber jemand ohne Fahrschein. Ruhig melden. Komm vorbei, mach Hausbesuche. Mit dem Pulsgewehr. Oder im Pulsgewehr heißt es ja. Ja, sehr schön. Das war, glaube ich, Mappe 11. Hervorragend. Wir haben abgeschnitten. Na, nicht alle Aliens, nicht alle. Was, nur drei Viertel des Secrets? Interessant. Aber wenigstens die Mission erfolgreich abgeschlossen. Und nächstes Mal gibt's mehr. Ich sage danke fürs Zuschauen.